Willkommen an Bord. Einen wunderschönen guten Abend hier bei Newcomer TV. Es ist schön, euch zu sehen, dass ihr so zahlreich versammelt seid an den Bildschirmen da draußen. Und wir gehen zurück in das Jahr 2020 zur Virusmusik-Radioshow. Und ich möchte euch die zweite Band des Abends vorstellen, ein Livestream aus der Batschkap. Nämlich Fuchs Nihil. Die machen so, ich würde jetzt sagen, Akustik, Folk, Blues, Alternative Sounds. Und was die Band so ausmacht, ist ihr unglaublicher Satzgesang. Es erinnert so ein bisschen so an alte Crosby, Stills, Nash & Young Zeiten. Aber das alles ist ganz authentisch real 2021 beziehungsweise 2020. Und ich denke, ihr werdet eingefangen werden von den magischen Tönen dieser Band. Und deswegen jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ein Riesenapplaus für Fuchs Nihil live von der Virusmusik Radio Show 2020 aus der Batschkap. Thank you.
Ihr wart ja gerade schon am Performen auf der Bühne. Wie war das Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen? Es war sehr schön. Klar, wir wissen alle, gerade geht halt nicht so viel, irgendwie was Konzerte angeht. Wir hatten fast noch Glück, dieses Jahr verhältnismäßig viel gespielt, irgendwie natürlich unter Berücksichtigung der Vorlagen und so weiter, aber es war dann immer viel Platz in den Reihen zwischen dem Publikum. Wie kann man sich das vorstellen? Also auf öffentlichen Bühnen oder wie war das? Es gab, wir haben auch hier in Frankfurt, in Darmstadt, in Wiesbaden, im Schlachthof zum Beispiel, dann halt mit letzter Auftritt mit einem guten Freund von uns, von Kenneth Meiner aus Wiesbaden, war dann mit, ich glaube, 300 Leute durften rein oder so, 250 in die Schlachthofhalle. Abstand, alles ist nicht so richtig geil, aber wir waren sehr froh, dass das heute stattfinden dürfte und es hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht, wieder überhaupt schön auf Bühne zu sein. Ja. Schön. Ihr kennt euch doch aus der Schulzeit, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe oder gelesen habe, kennt ihr euch aus der Schulzeit? Ja, wir sind alte Freunde, wir haben immer schon Musik zusammen gemacht, ewig lang rumgejammt und dann... Ja, ich wollte gerade fragen, wie kam das denn zustande? Also aus Freundschaft wurde dann Musik machen oder war es so, ja, wir wollen jetzt eine Band sein? Konntet ihr vorher schon Instrumente spielen? Wie kam das zustande? Wir haben uns gegenseitig inspiriert und auch unterstützt und haben dann uns einfach immer wieder getroffen, rumgejammt, ewig viel gemacht und dann dieses Harmonie-Singen ein bisschen intensiviert und dann einfach irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen jetzt mal konkret was draus und hat ein bisschen gedauert. Jetzt kam die erste Platte dieses Jahr erst. Yeah.
war das so, der Entstehungsprozess? Ich glaube, auch in Pandemiezeiten fing es dann an, oder? Ihr habt ja schon vorher das Album dann fertig gemacht. War das so ein großer Einfluss, die Pandemie, für euch während des Albums, oder ging das? Die Platte, die jetzt schon draußen ist, die ist komplett aufgenommen, als das der ganze Wahnsinn noch nicht losging. Wir haben jetzt gerade, sind wir quasi schon in Beendigung des Prozesses der zweiten Platte, die dann irgendwie nächsten Sommer, je nachdem, wie das alles noch jetzt so wird, rauskommen wird. Aber die erste Platte war noch, also ist eigentlich unabhängig davon. Und die zweite, die jetzt rauskommen wird, die ist aber jetzt in der Zeit passiert. Genau, eigentlich genau in dem Zeitraum. Wir haben wirklich dann seit Lockdown irgendwie Mitte März die Zeit für uns genutzt und mit geliehenem Equipment im Proberaum, in den eigenen Hallen quasi, die Platte aufgenommen. Wie war das Zusammenarbeiten in der Zeit? War das anders als sonst oder gab es auch positive Dinge? Das wäre aber schön, irgendwas Positives aus der Zeit herauszuholen. Positiv war einfach nur, dass wir natürlich, was viele ja genutzt haben für sich in der Zeit, die Zeit zu haben halt, um irgendwie kreativ zu arbeiten, ohne jetzt noch hier und da Auftritte und so weiter spielen zu müssen. Klingt es blöd, natürlich macht man das gerne. Aber das war halt positiv, dass wir alle auch, was die Arbeit angeht, relativ normal weitergearbeitet haben. Aber es war einfach ein bisschen mehr Ruhe da und nicht so viel, dadurch, dass man ja private Kontakte auch eingeschränkt hat, konnte man einfach sich mehr darauf fokussieren. Und das war durchweg positiv auf jeden Fall. Das Neue, was ihr jetzt so erstellt habt an Musik, geschaffen habt, beschreiben. Wird es ein bisschen anders sein, sich anders anhören? Es geht in eine ähnliche Richtung. Es klingt auf jeden Fall wesentlich moderner, was die Aufnahmereihen angeht, würde ich sagen. Ja. Die Richtung ist eine ähnliche. Ich denke, es ist so ein kleiner Step, einfach eine Stufe weiter so. Aber es ist jetzt keine komplette Kehrtwende. Wir sind sehr zufrieden, auf jeden Fall. Schon wieder sehr beatmäßig halt, die Songs und wieder sehr
Philharmonien drin und so. Wir haben ja diverse Freunde in Los Angeles, Kalifornien, mhm. und da kommen halt ziemlich viele Inputs her irgendwie und das wird ja auch dort gemixt, unsere Scheibe. Und ja, ist wieder auf jeden Fall ein West Coastig, das Album. Okay, ich habe noch eine allerletzte Frage. Worauf okay. freut ihr euch am meisten in den nächsten Monaten? Dass der Impfstoff kommt. Vielleicht tatsächlich, dass wir, also für uns war es halt blöd, weil die Platte ja gerade rauskam, also jetzt die erste, als das Ganze losging und wir haben uns halt gefreut, jetzt endlich damit auf Tour gehen zu können und gerade weil wir jetzt auch bei Unique Records in Düsseldorf unter Vertrag sind und endlich so den nächsten Schritt irgendwie geschafft haben und wir dachten, jetzt ein paar mehr Festivals und eine kleine Tour. Ich glaube, es geht so vielen und, so, ja. Und das hat uns wirklich, das war wirklich ärgerlich und wir hoffen sehr, dass das jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen ist und wir dann halt mit der zweiten Platte richtig touren können. Also. Ich meine, was soll ich sagen? Also ich sage das ja immer, ja. Also wir schauen uns das hier an. Also das heißt, wir sind live mit euch am Bildschirm und fiebern den Tönen entlang und genießen die Musik genauso wie ihr. Fuchs Nihil, ein fantastisches Konzert, eine fantastische Band, von der man noch viel, viel, viel hören wird in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Bleibt uns treu hier bei Newcomer TV, bei den Newcomer TV Magazin-Sendungen.
Und das war der wunderbare Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon. Ciao, bis zum nächsten Mal.